Hey Leute, ich bin's Fritz, ich bin wieder unterwegs mit Martin. Es ist eine wunderschöne herbstliche Stimmung und diesmal geht es um das Thema Shelterbau. Martin macht für seinen Kanal ein Video, probiert was mit Rettungsdecken aus und ich werde auf natürliches Material gehen. Ja, seid wieder mit dabei und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, erstmal Rucksack ablegen. Und was möchte ich überhaupt bauen? Im Endeffekt ein Schrägdach aus natürlichem Material. Das heißt, wir müssen auf den Winkel achten, damit das Wasser gut abfließen kann. Ich werde ein bisschen Paracord benutzen, um ein paar Sachen zu fixieren. Und als allererstes suche ich mir mal zwei schöne Bäume mit dem richtigen Abstand. Und dafür nehme ich meine Isomatte als Maß. Ich habe wieder meine klassischen Sachen dabei, wie auf den letzten Touren auch. Tatsächlich nur die Bundeswehr-Faltisomatte. Das letzte Mal, ja, bei der Gewässerüberquerung unter dem Poncho, habe ich extrem beschissen geschlafen. Daher muss heute Polsterung eine große Rolle spielen. Ansonsten Defense 4 als Schlafsack, ja. Essenstechnisch bin ich heute anders unterwegs als sonst. Es wird kulinarisch, aber erstmal muss der Shelter gebaut werden. Ja, perfekte Größe. Wichtig, es soll kein Long-Term-Shelter sein, also jetzt ein Bushcraft-Camp, wo man irgendwie immer mal wieder ist, sondern wirklich nur so eine Art kleine Notbehausung, die vielleicht in 2-3 Stunden aufgebaut ist. Von daher, ich gucke mal auf die Uhr und dann checken wir mal, wie lange ich brauche. Ich feiere die Bundeswehr-Faltisomatte, weil die so multifunktionell ist. Als Unterlegplane, wenn man jetzt eine aufblasbare Isomatte mit hat, zum Draufsetzen, als Sitzkissen, zum Ausfahren, zum Drauflegen am Feuer, für als Kniepolster, wenn man irgendwo was bastelt, zum Ablegen von Sachen. Das ist ein geiles Ding. Werkzeugtechnisch ziemlich simpel unterwegs, wie die letzten Male auch. Wir haben einmal eine Säge und ein Messer. So, jetzt brauchen wir etwas Schnur zum Fixieren. Ich habe meine Schnur ca. 1 Meter lang, nehme das oben doppelt, mache eine Schlaufe rein, ins Knoten. Und jetzt loop ich das hier einmal durch, dann kann ich nämlich ordentlich Spannung drauf bringen. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt einfach einen klassischen Doppelknoten. Freunde, einfach mal wieder rausgehen und ein paar Basics trainieren. Das ist die Idee dahinter. Das gleiche auf der anderen Seite nochmal. Schöne Höhe, habe ich noch ein bisschen Platz über dem Kopf. Einfach so eine Stelze genommen, unten auf den Boden gepackt, fixiert hier oben mit Paracord, dass es nicht weg kann. Und dann den Querträger oben drauf gelegt. Somit geht die Kraft hier drauf in den Boden und es ist super stabil. Werde ich das Ganze hier oben noch mal festbinden, damit mir die nicht wegflutschen kann. Und dann steht das Grundgerüst, woran wir jetzt unser Schrägdach bauen werden. So, ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Stabilitätstest. Passt. Ja, da habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. Freunde, ich habe ein wenig gerödelt, ihr seht es im Hintergrund. Ich habe einige Stangen vorbereitet. Es wird noch nicht reichen, aber vielleicht haben wir dann schon mal so ein Viertel oder ein Drittel. Die lege ich jetzt alle drauf. Und
der Platz hier, ja, die Location an sich, ist natürlich vom Baumaterial ein Träumchen. Das sind alles irgendwie so richtige schöne Kiefernstangen, die auch ganz, ganz dicht sind, wo eh nur ein Bruchteil von durchkommen wird. Von daher hat man extrem viel Ressourcen. Und das ist beim Shelterbau natürlich immer wichtig. Ach, das kann sich doch schon richtig gut sehen lassen. Und ich würde behaupten, wir haben jetzt sogar schon ein Stück über die Hälfte. Ja, das sieht gut aus. Später wird das Ganze natürlich noch hinten abgedichtet mit Moos und Laub und irgendwie anderen Sachen, damit hier nichts mehr durchkommt. Und ich möchte natürlich auch noch diese Seiten hier zumachen. Also es ist schon noch ein bisschen was. Und wir sind tatsächlich, ja, 5 Minuten hätten wir noch. Wir sind seit 55 Minuten dabei. Und dafür kann ich das Ergebnis schon mal sehen lassen. Träumchen, ey. Der nächste Arbeitsschritt wird dann, die Seiten hier zuzumachen. Also keine Müdigkeit vortäuschen. Wir sind noch lange nicht fertig. Aber es sieht schon ganz cool aus. Richtig geil. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es doch so groß wird. Puh. Hier alles schön dicht gemacht. Auch die andere Seite. Ich habe auch darauf geachtet, dass hier diese Zwischenstellen dicht gemacht sind. Auch hier drüben alles schön halbwegs akkurat. Es muss auch ein bisschen nach was aussehen. Richtiges Geschoss. Die Sonne kommt auch ein bisschen raus. Reine Bauzeit habe ich jetzt ziemlich genau 2 Stunden gebraucht. Ich brauche bestimmt jetzt noch mal 1 Stunde, um das ganze Dach dicht zu machen und noch mal 1 Stunde fürs Bett. Also kommen wir summa summarum auf 4 Stunden Bauzeit. Ist für ein Shelter an sich völlig okay, aber für mal eben schnell, Survival-mäßig, völliger Quatsch. Viel zu aufwendig. Aber ich würde das hier auch eher unter Bushcraft verbuchen. So, da hinten ist mein Shelter. Ich bin hier in so einem kleinen Eichenstück. Hier ist auf jeden Fall viel Moos auf dem Boden. Das werde ich jetzt sammeln, um alles dicht zu machen und nutze dafür mein Raincover. Es ist vollbracht. Guckt es euch an. Oh, das finde ich ja mal sehr hübsch, sowas, ne? Schön alles mit Moos abgetarnt. Wir gehen einmal ringsrum. Ist natürlich ordentliche Arbeit, aber es ging eigentlich, weil ich recht große Moosstücken rausbekommen habe. So sieht das Ganze aus. Hier ringsrum. Und hier vorne habe ich jetzt auch noch was drüber gemacht, dass man die Schnittkante nicht mehr so sieht. So sieht das Ganze jetzt in der Außenwirkung aus und innen drin ist es auch richtig schön dicht. Das Ganze jetzt natürlich hier so regensicher ist, eine gewisse Zeit schon. Also ich denke mal, wenn es so ein bisschen regnet,
entspannt oder mal so ein Stündchen, dann schon. Sollte das jetzt hier die ganze Nacht 4-5 Stunden lang strömend durchregnen, dann wird es sicherlich durchtropfen. Ich habe ja keine aufblasbare Isomatte mit. Das heißt, ich baue mir noch so ein bisschen hier eine leichte Polsterung, damit wir es schön gemütlich haben. Ich habe ein bisschen was gesammelt, quasi die ganzen Spitzen von den Bäumen, die ich hier verbaut habe, können wir jetzt optimal fürs Bett nehmen. Die wichtigste Polsterstelle ist ganz klar die Hüfte. Da müssen wir dann gleich mal gucken, dass wir da am meisten haben. Füße ist gar nicht so wichtig, aber ja, Oberkörper, Hüfte, Schulter, das ist das, wo wir gut Polsterung wollen. Und genau so ein Bett habe ich auch bei Seven vs. Wild Staffel 1 in Schweden damals gebaut. Nur, dass ich da noch einen Lattenrost drunter hatte, worauf ich jetzt hier verzichte. Man drückt natürlich auch extrem viel platt, deswegen ja, kann man das hier erstmal richtig dick auffahren. Ich habe hier unten nochmal so ein kleines Stämmchen hingelegt, damit ich weiß, bis wo ungefähr ja, mein Bett gehen soll. Ich habe hier gute 20-30 cm Überstand noch. Falls es dann doch ein bisschen windig wird und schräg reinregnen sollte, bin ich da unten gut geschützt. Einmal Probe liegen. Richtig, richtig gut. Man kann auch so ein bisschen seitlich liegen. Die Hüfte sinkt ein bisschen ein und wird noch gegengepolstert. Oh, schön. Dann baue ich mir nachher ein schönes Kopfkissen aus meiner Jacke. So lässt sich's arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass heute Nacht mal richtig schifft. Um einfach mal zu gucken, ob das Ding dicht hält oder nicht. So, kleines Feuerchen brennt. Für die Kulisse. Ich habe das schon mal eingerichtet, ein bisschen das Werkzeug da drin aufgehangen. Ach, schön. Ich werde das Feuerchen jetzt aber ausgehen lassen. Wir machen drüben gleich eh nochmal ein richtiges beim Platz der Gruppe, wo ich dann auch köcheln werde. Aber ich muss sagen, Shelterbau abgeschlossen und wir haben tatsächlich auf die Minute genau, könnte man sagen, inklusive Film, inklusive, keine Ahnung, Pausen machen, bei Martin gucken, ein bisschen quatschen, 4 Stunden gebraucht. Ist okay. Ich stehe vom Shelter, ihr hörten schon, von Survival Martin. Ich sag mal so, speziell. Aber... Hast du gerade gesagt, du hörst ihn schon? Ja, ich höre deinen Shelter schon. Achso, okay. Das wird gut, das wird gut. Martin ist auf jeden Fall windgeschützter als ich. Sollte Wind doch kommen, könnte es zu Problemen führen. Wenn ihr euch das angucken wollt, wie Martin diesen wunderbaren Shelter, diesen Notfallshelter gebaut hat, und wie ihr die Nacht darin verbringt, dann schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei. So, wir haben uns hier ganz schnell mal eine kleine Sitzgelegenheit gebaut. Ja, einfach ein paar Stämme hinten an Bäume dran. Hier vorne so eine kleine Konterlatte. Und jetzt kommt die Babyfall zum Einsatz. So. Alter. Oha. Aber sag, wie gut kannte? Gut. Du rutschst nicht weg. Ja, aber ich bin den Arsch in der Kante richtig so. Ja. Oh, das ist schön. Fang hier aus, guck mal den. Oh, mit dem Kopf hinten, Alter. So, bisschen improvisiert, weil es doch alles recht dicht beieinander ist und wir einen 3x3 Meter Tab haben. Aber das sieht gut aus. Jeden erstmal das Ganze in der Mitte aufgespannt, also links und rechts, mit ein bisschen Schnur. Und dann mit Heringen die Mitte in den Boden und die Seiten einfach so ein bisschen. Ja. Speziell, sagen wir mal so. Martin ist Feuerbeauftragter, der hat alles schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe auch gerade noch ein bisschen Feuerholz geholt, habt ihr gesehen. Martin macht jetzt gleich das Feuer an und ich habe in der Zwischenzeit schon mal ein Dreibein gebaut zum Kochen. Ganz simpel, habe ich euch schon 10 Mal gezeigt. Und ja, hier nochmal einen extra Haken fertig gemacht mit so einem Knoten, der sich halt zuzieht, wo dann gleich der Topf ran kann. Vorbereitung laufen, ich übergebe. Ich muss mal gucken. Tatsächlich ist es für mich das erste Mal mit Locken. Echt? Ich habe noch nie vorher, ich mache das mal mit Birkenrinde oder mit so Gräser oder sowas, aber das hier ist Premiere. Richtig, hier ist hier auch schon reisig vorbereitet.
Damit die Flamme dann auch gleich... Klar, zwei Stufen, ne? Also ja. Nicht jetzt hier gleich mit dem Dicken drauf. Und natürlich, das muss Kernholz sein. Wenn das jetzt kein Kernholz wäre, das würde nicht funktionieren. Das kannst du nicht mit allem Holz machen. Dann noch nicht ersticken. Nee, das dauert. Also wenn der Haufen brennt, ja. Weiß nicht, ob das schon reicht. Erstmal durchgebrannt ist, dann können wir auch was Dicke drauflegen. Die letzten Male hatte ich ja immer nur Fertigfraß, EPA, MRI und so weiter dabei. Heute gibt es mal was ganz Frisches, weil wir sind ja eher so ein bisschen bushcraftig hier unterwegs. Und deswegen habe ich erstmal 200 Gramm Knacker und meinen großen Topf, den ich gleich schön köcheln werde. Und der ist voll gefüllt mit feinsten Speisen. Eine Kartoffel, eine zweite Kartoffel, eine dritte Kartoffel. Zweimal Kräuterbutter, Brühe. Und das hole ich nicht raus. Das ist jede Menge Suppengrün und noch ein bisschen Zwiebeln da unten. Und Salz, Pfeffer und Muskatnuss als Gewürz. Heute gibt es nämlich eine deftige Kartoffelsuppe mit Knackerwürstchen. Albtraum. Albtraum? Für mich ist eine Kartoffelsuppe das Einzige, was ich nicht esse auf dem Planeten. Geil, Alter. Wirklich so. Ist mega. So eine schöne, deftige Hausmannskartoffelsuppe. Oh! Da ist was falsch gelaufen in der Kindheit. Da wurde was falsch gemacht. Ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Kartoffelsuppe feiert, so wie ich. Oder ob ihr da einen Traum habt wie Martin. Oh, mal so ein bisschen Petersilie noch. Wie heißt das Ding hier eigentlich? Sellerie ist das. Sellerie? Ja. Oh, nicht schlecht. Hat mich beim letzten Mal nicht geschafft. Hier seht ihr mal die ganzen Zutaten, fein geschnibbelt. Ich hatte jetzt kein Brettchen oder so, ich habe das einfach in der Hand geschnitten und dann in den Topf reingeschmissen. Und ja, jetzt dünsten wir hier ein bisschen an, lassen uns zurauchen. Dann muss es auch noch 20 Minuten köcheln. Aber ja, das ist ja kein Kochvideo, ich mache jetzt auch kein Rezept für euch. Ich nehme euch einfach nur ein bisschen mit. Martin gönnt sich hier übrigens chinesisches Epa. Ich würde sagen, das ist heiß. Was? Alter, warte mal gerade ganz kurz. Also, das, so sieht es heute mal bei mir aus. Und so sieht es bei Martin aus. Alter, in dieser Pappbox. Ja, aber das war alles dabei. Und? Halt. Also, Geschmack ist heiß. Cool. Alter, ich jetzt rauch überall. Überall. Ja. Egal wo ich bin. Ja. Ich mache jetzt Soße in mein Essen. Okay, Martin. Es ist wieder viel zu viel. Ich kann ja auch nicht umrühren hier. Oh. Ah, heiß. Moin, sieht gut aus. Sieht gut aus, ne? Ja. Schön mit den dreckigen Harzhänden. Ist wichtig auch fürs Aroma. Aus alter Natur. So sieht das fertige Süppchen aus. Das Feuer brennt wieder hoch. Und Martin gönnt sich hier noch einen Tee. Für die innere Ruhe. Ja, wir lassen es uns jetzt schmecken und genießen noch ein bisschen Abend am Feuer. So Leute, es ist Zeit fürs Bettchen. Ich liege schon im Schlafsack. Martin in seinem Shelter, ich in meinem Shelter. Gucken wir mal, wie die Nacht wird, ob es regnet, was das Bett hier taugt. Und ob ich besser schlafe als das letzte Mal. Und dann, ja, sehen wir uns morgen früh. Also in diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen, Freunde. So sieht der Blick aus meinem Schalter aus. Es scheint sehr bewölkt zu sein, aber trotzdem schon hell. Es ist natürlich schon ordentlich plattgerückt im Vergleich zu gestern. Aber wichtig ist ja die Isolation. Die war auf jeden Fall gegeben und ein wenig Polsterung. Ja, besser als der blanke Boden. So, wir sind wieder brödelt, Rucksäcke sind gepackt, hat auf jeden Fall Bock gemacht, mal ein bisschen was auszuprobieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben, schaut bei Martin auf dem Kanal vorbei, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.